Bernhard-Nocht-Institut hat das erste Mal bei einem deutschen Patienten das sogenannte Coronavirus nachgewiesen, das als Erreger der Lungenkrankheit SARS gilt. Nach Angaben der Forscher bestätigte sich damit der Verdacht bei dem Rentner mit 99%iger Sicherheit. Die Ansteckungsgefahr in Deutschland schätzen Experten jedoch nach wie vor als gering ein. In der Lungenfachklinik im nordrhein-westfälischen Hemer wird der 72-Jährige seit über einer Woche auf der Quarantänestation behandelt. Einige Tage nach seiner Asienreise, unter anderem nach Hanoi und Singapur, hat er über Husten und starkes Fieber geklagt. Labortests im Hamburger Tropeninstitut haben nun nachgewiesen, dass der Patient mit dem als SARS-Auslöser geltenden Coronavirus infiziert ist. Das bedeutet natürlich, dass jetzt der erste Europäer oder der erste Deutsche infiziert ist. Und man muss wahrscheinlich noch schärfere Kontrollen machen, um an den Flughäfen die Leute, die mit Fieber und Husten ankommen, wirklich zu isolieren. Allein am Frankfurter Flughafen treffen täglich Dutzende von Flugzeugen aus Fernost und Kanada ein, wo die Lungenkrankheit am stärksten grassiert. Das heißt, in Deutschland kann jederzeit jemand auftauchen, der aus Hongkong oder den entsprechenden Gegenden kommt, der sich infiziert hat und der jetzt Symptome hat. Um sich anzustecken, müsste der Kontakt zu einem Infizierten aber relativ nah sein. Experten warnen vor einer Hysterie, denn verglichen mit einer Grippe sei bei der Lungenkrankheit bisher keine seuchenartige Ausbreitung zu beobachten. Auch dem Patienten in Hemer geht es mittlerweile wieder besser. Der Patient ist 72 Jahre alt, der hat es mit seiner normalen Abwehrkraft weggesteckt. Nennenswerte Stornierungen deutscher Urlauber für Südostasien oder Sicherheitshinweise gibt es noch nicht. Reisenden wird allerdings empfohlen, eine Atemschutzmaske mitzunehmen. In Hongkong haben die Behörden damit begonnen, als Konsequenz der SARS-Erkrankungen einen ganzen Wohnblock zu räumen. 100 Familien wurden mit Polizeieskorte in Quarantänelager am Rande der chinesischen Metropole gebracht. Bislang sind in Hongkong mindestens 15 Menschen an SARS gestorben. Weltweit haben sich mehr als 1700 Personen infiziert. Das schwere akute Atemwegssyndrom hat sich von Südchina aus in mindestens 14 andere Länder verbreitet.